Das ist faszinierend. Das Becken von Pelagius dem Dritten. Ein ehrbarer Verrückter. Es gab nie einen besseren. Bitte was? Jetzt wollte ich gerade einen Schluck trinken und habe überall Wasser über mich ausgegossen. Es gab nie einen besseren Verrückten. Ich werde dir gleich zeigen, was es heißt, ein guter Verrückter zu sein. Bis später. Du Hunde, Drecksau! Ich meine, da ist er. Das Becken. Ich meine natürlich... Danke, dass du diese historische Figur so in den Vordergrund rückst. Und jetzt stirb. Ich glaube, ich renne mal von dem Schlund hier einfach nach Süden kurz. Spare ich mir eventuell Weg und muss nicht irgendwie so bis zur Stadtmauer hinrennen, den Ausgang dort suchen. Goddammit, aber jetzt kann ich wiederum nicht warten. Jesus! Nicht warten, um irgendwie die Zeit vergehen zu lassen. Ach, lass mal testen. Hier. Nein, Wetter manipulieren. Wetter manipulieren 15 Sekunden auf sich selbst, okay? Goddammit. Das wollte ich aber eigentlich nicht. Nur einmal täglich anwenden. Yay! Ich hatte gehofft, dass ich dann vielleicht ein Auswahlmenü oder irgendwie sowas bekomme, wo ich dann mir selbst auswählen kann, okay, wir sorgen jetzt dafür, dass Sonne oder Regen ist, dass tagsüber oder nachtsüber momentan ist. Nein, nix davon. Einfach nur Tod und Verderben. Beziehungsweise einfach nur ein einfacher... Einfach, alles ist einfach mit dem Zauber, aber nur einmal am Tag. Ein einfacher Wetterwechsel. No. Kristalle der Ordnung. Aber kein offener Kristall. Und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie magnetisch bin. Und die Feinde auch. Dieses eine Insekt mit... Oh, Jesus fucking Christ! Du kleiner Bastard, Mann! Nicht zu fassen! Es ist hier so fucking dunkel. Alles ist grau auf meinem Monitor. Ich denke, ich bin noch im Kampf von dem einen Scheißvieh, was hinter mir war. Ach, da ist es ja. Genau, den habe ich auch noch am Sack. Sehe mich um, wo dieses Vieh sein könnte. Und auf einmal diese miese kleine Drecksau. Jesus. Geht doch. Also, das war jetzt... sehr unerwartet. Und ich habe einen kleinen Herzinfarkt bekommen. Schön. Wünscht sich das nicht jeder? Ich liebe Herzinfarkte. Okay. Durchatmen. Alles ist gut. Ich war so konzentriert darauf, hinter mir dieses komische Knorzvieh zu suchen, was ja immer noch da war. Nur noch weiter hinten, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass es vor mir auch noch aufploppt. Noch ein weiteres. Mann. Wieder mal typisch Oblivion, schlimmer als jedes Horrorgame hier. Das erinnert mich zum Standard-Let's Play davon, als es da die wunderschönen Trolle gab, die immer mal wieder aufgetaucht sind. Wenn ich in irgendwelchen Höhlen unterwegs war, irgendwas mich verfolgt hat und dann plötzlich von hinten wunderschön überraschend ansprang. Ich fand das immer total toll. Ist das hier der Bereich? Nein. Ich sehe auf meiner Karte geflutetes Lager. Heißt das, ich muss hier über irgendeine Tür unter... die Wasseroberfläche schwimmen oder so? Tauchen? Nö. Ach, hier ist es. Das soll ein Lager sein? Also komm, zwei Matratzen und eine Truhe. Hauptsache, wir quetschen da noch kurz irgendwie so eine dreckige Kartenmarkierung rein. Ja, ich würde trotzdem gerne wissen... wo sind diese Freitodhügel? Bin ich mittendrauf? Ich sollte mittendrauf sein.
Erscheinen die Geister irgendwie nur bei Nacht? 6 Uhr morgens. Vielleicht erscheinen die nur bei Mitternacht, könnte auch sein. Freitrothügel, ja, ich sollte hier richtig sein. Goddammit. Okay, probieren wir das einfach mal aus. Gucken wir, ob sie um Mitternacht hier sind. Wenn sie um Mitternacht auch nicht da sind, laufe ich nochmal hier eine etwas größere Runde. Und wenn ich auf keine Geister oder sowas treffe, dann würde ich einfach sagen, dass wir drauf pfeifen und ich mich um die Quest in Fellmore kümmere. Die soll ja auch ganz cool sein. So, 10 Uhr abends vielleicht. Schon irgendwas? Irgendwelche Geister? Ich hatte gehofft, hier wären Geister, mit denen ich sprechen kann. Ich wollte doch nur kurz ein Käsekränzchen halten, aber nein! Oh, das sieht schon besser aus. Ich sehe Geister. Ich habe mich nur gewundert, weil auf der Karte allgemein werden die Freitothügel über so einen riesigen Bereich eingezeichnet. Und scheinbar ist das nur diese kleine Insel hier. Weird. Lasset mich kurz schauen. Oh, sind sogar so einige Leute hier. Mal schauen, ob es auch berühmte Helden sind. Hallo. Ihr könnt mit dieser ruhelosen Seele nicht sprechen. Gardeneri Ralvel. Okay. Vielleicht können wir mit irgendeiner anderen Seele sprechen. Vielleicht gibt es hier irgendeine besondere Heldenseele. M-Daisy. M-Daisy. Es ist die M-Daisy. Oh, ist das Syl? Nein. Salonia Viria. Nein. Echt? Mit niemandem? Limark. Nope. Gut, dann sieht es wohl tatsächlich so aus, dass man nur mit denen reden kann, wenn man die Überreste auch irgendwo in der Gegend gefunden hat. Ich habe leider keinen einzigen Überrest gefunden. In irgendwelchen Ruinen, random verteilt wahrscheinlich. Oder vielleicht auch nicht random verteilt, aber quer über die gesamte Insel. Lorenz Sumpftraber. Nope. Jetzt müsste ich versucht haben, mit allen zu sprechen. Gut, dann würde ich sagen, das war der Freitothügel. Da sollte ich ja mal vorbeischauen. Mysteriös, interessant. Machen können tue ich aber nichts hier. Und Fellmore... Ich weiß leider nicht, wo Fellmore sein könnte. Ob ich da schon mal vorbeigelaufen bin, nur nicht so richtig rein. Ich nehme an, wenn ich hier oben Splitz war, dann könnte Fellmore einfach parallel dazu hier weiter unten sein. Ich reise mal nach Xedilian und gucke mich so ein bisschen in der Depri-Welt um. Und zuerst kümmere ich mich um diese Drecksau. So. Ich kann mich nämlich gerade sowieso nicht bewegen. Mein Kompass zeigt mir nichts an. Oh, Moment. Ich sehe gerade mein wunderschöner Zettel. Sagt mir noch etwas anderes. Südöstlich von Passwall. Ah, ja. Südwestöst... Goddammit. Das ist doch hier Passwall, oder? Jawohl. Ja, südöstlich. Dann bin ich tatsächlich auf dem richtigen Weg. Gut, dann muss ich mir keine Sorge machen. Und auch nicht mehrere Sorgen machen, dass ich irgendwie auf dem falschen Weg wäre. Nein, das sollte hier soweit irgendwie stimmen. Und ich glaube, ich ziehe einfach wieder die ganze Monstermenge hinter mir her. Ich gehe einfach ein bisschen spazieren hier. Südöstlich davon, das sollte irgendwo direkt hier sein. Mein Kompass will mir aber nichts. Oh, ich sehe drei kleine Häuser, das sieht gut aus. Das sieht nach einem Dörfchen aus. Ich nehme an, dass es genau wie in vielen anderen kleinen Dörfern genau eine Quest geben wird. In Fellmore. Die einzige Stadt, die ich bisher hier gesehen habe, die mehr als eine Quest hatte, war die Hauptstadt. Also ja. Wieso sammle ich noch Dietriche ein? Ich brauche doch gar keine. So, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, Knights of the Nine wird meine nächste... Ja, Oblivion, Vanilla Oblivion Erledigung sein. Soll ja angeblich nicht zu lange dauern. Dazwischen will ich noch ein bisschen, ouch, Morrowind zocken und ich möchte auch Nerim richtig fertig machen. Da habe ich ja bisher alles erledigt, was so Haupt- und Nebenquests und auch erkundungsmäßig habe ich mir alles angeguckt von Nerim. Zumindest bestimmt zu so 99%.
Nerim-Zeichen könnten zu krampfig werden, aber das will ich auch noch machen. Felmor, perfekt, da steht's. Und dann sowas wie die Schmiedefolge und sowas, also ich will Nerim zu einem absoluten Abschluss bringen. Und dann gibt es natürlich, nachdem ich die ganzen extra Sachen gemacht habe, gibt es noch für Nerim die Mods, die ich mir dafür holen kann. Aber die hänge ich ganz ans Ende ran. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Aber warum sollte ich euch trauen? Ihr könntet, ihr wisst schon, einer von denen sein. Unsere Situation ist verzweifelt. Sie kontrolliert unsere Gedanken. Aber Moment, ich habe zu viel gesagt. Redet mit Kishashi. Wenn sie euch vertraut, vertraue ich euch auch. Oh, Kishashi. Kishashi, wo bist du? Ist das aktiv? Nein, Kuriositätenmuseum, das will ich nicht. Alles an seinem Ort. Wer kann Gedanken lesen? Warum kann hier Gedanken gelesen werden? Lass mich vor allem mal ein bisschen bis tagsüber warten. Wir sehen doch hier gar nichts. Es ist so finster. Und nachdem ich festgestellt habe, dass ich wirklich mit Wetter tatsächlich nur das eigentliche Wetter verändern kann, nicht auch die Tageszeit. Goddammit. Verschlossen. Werde ich wohl den Wetterzauber nie wieder einsetzen. Außer ich brauche das für irgendeine Quest vielleicht. Also gutes Wetter, warum auch immer. Okay, ich breche ein. Hallo! Ich hoffe, sie hat nichts dagegen, dass ich kurz mal die Tür aufknacke. Ihr solltet jetzt gehen. Genau. Macht schnell, ich muss arbeiten. Ich brauche noch 5 Schotenkerne. Normalerweise machen die Bauern diese Arbeit. Aber Schotenkerne sind etwas Besonderes. Daraus schlüpfen wunderschöne Vögel. Wie groß sind denn diese Schotenkerne? Ranar Joes Vertrauen. Genau, was ist los? Kann ich doch keine Schotenkerne sammeln? Schade, hätte ich echt gerne gemacht. Wie soll er euch denn vertrauen, wenn ich euch nicht vertraue? Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss arbeiten. Ich muss noch 5 Schotenkerne sammeln. Und ich nehme an, damit könnte ich dir helfen, ja? Okay, habe ich die vielleicht zufällig dabei? Ich denke, ich... Wie soll er euch denn... Okay. Ich dachte mir, vielleicht habe ich irgendwo anders die mal eingesammelt. Schoten? Super, 1, 2, 3, 4... Das war leer. 5. Fertig! Du bist wieder im Haus, du sahst eigentlich gerade... Goddammit! Du sahst eigentlich so aus, als ob du gerade rausmarschieren wollen würdest. Jetzt ist sie draußen. Nein! Komm her! Ja? Oh, ihr habt ja Schotenkerne. Ich brauche davon noch 5. Nochmal 5? Hier, bitte, 5 Stück. Ihr seid so nett. Wenn ich wieder meine rechtmäßige Stellung innehabe, werde ich euch einen Palast in den Wolken schenken. Oder war es ein Palast aus Wolken? Ich glaube letzteres. Egal. Ihr werdet ein Stück des blauen Himmels bekommen. Das ist sehr nett. Sonst noch irgendetwas? Bekomme ich jetzt dein Vertrauen und sagst du mir, was hier los ist? Ja, natürlich kann er euch vertrauen. Gebt ihm diesen Löffel. Er wird wissen, was das bedeutet. Oh. Wir können jetzt ein bisschen Löffelchen mit ihm betreiben. Wiedersehen. Wobei ich nicht wissen will, was ihr mit diesem Löffel angestellt habt. Was soll denn diese Störung? Hallo, du? Habt ihr mit Kishashi geredet? Ja. Ich kann euch nicht trauen, wenn sie es nicht tut. Das ist nichts Persönliches, ehrlich. Es ist nur so, dass alle anderen hinter mir her sind. Es würde mich nicht wundern, wenn ihr hier wärt, um mich für ihr wisst schon wen auszuspionieren. Hat euch Kishashi etwas mitgegeben? Ein bestimmtes Utensil oder eine Waffe? Abhängig davon, wen man fragt. Ich habe hier einen Löffel. Lasst mich das sehen. Gebt es her. Woher habt ihr das? Es gehört Kishashi. Hat Sindanwa euch geschickt, dies zu stehlen? Wie habt ihr es Kishashi abgeluchst? Ich habe ihr geholfen. Genau. Sie ließ ihn fallen. Nein, das glaube ich nicht. Sie hat ihn mir gegeben, damit ich ihn euch gebe. Wenn du verstehst, der Löffel. Oh, dann muss sie euch wirklich trauen. Aber ich nehme ihn jetzt besser, nur für alle Fälle. Sindanwe versucht immer, meiner süßen Kishashi weh zu tun. Ich möchte nicht, dass diese Sklaventreiberin den Löffel in die Finger bekommt. Ja, sonst müsste ja irgendjemand noch den Löffel abgeben. Hahaha.
Sindanwe? Ich nehme an, ich kann euch trauen. Ihr habt mir den Löffel gebracht. Sindanwe ist die Bosheit in Person. Sie muss um jeden Preis gestoppt werden. Aber sie weiß alles über uns, notiert sich jede Kleinigkeit, einfach alles. Sie weiß so viel über uns, dass sie sogar unsere Gedanken lesen kann, aber sie weiß noch nichts von euch. Also müsst ihr es tun. Beseitigt sie. Beseitigt Sindanwe. Wie kann ich sie denn loswerden? Und ich würde vor allem zuerst mal gerne mit ihr sprechen, bevor ich sie einfach erledige, nur weil du es mir gesagt hast. Naja, eine Methode liegt auf der Hand. Aber tut es, wenn wir nicht dabei sind. Sheogorath hat 1000 Augen und Ohren. Das sollte kein Problem mehr sein. Oder ihr macht ihr das Leben so zur Hölle, dass sie abhaut. Sie ist mit allem sehr penibel, also schleicht euch in ihr Haus und bringt alles durcheinander. Und beschlagnahmt ihr Tagebuch. Sie nimmt es überall hin mit und schreibt unsere geheimen Gedanken auf. Ich brauche dieses Buch. Meine Gedanken gehören mir. Okay, ich kann mal schauen. Auf Wiedersehen. Also das Tagebuch können wir auf jeden Fall holen. Ach, du bist das. Hallo? Bitte beeilt euch. Ich muss mich um einen Bauernhof kümmern. Der läuft nicht von allein. Das sieht aber nicht so aus hier. Das sah eher so aus, als ob du der Dame hier da ein bisschen Stalking-Action liefern würdest. Notizbuch? Woher wisst ihr davon? Das ist privat. Ich traue euch nicht genug, um darüber zu reden. Haha, ist das Fasst so? Euch kurz. Für mich? Danke. Vertraust du mir? Woher wisst ihr? Wir werden sehen. Seht ihr? War das schwer? Na? Woher wisst ihr das? Auf Wiedersehen. Du alle Geldschluckerin. Wenn ihr in die Nähe der Kitze... Wachen! Wachen, wir haben... Bitte was? Wenn ihr in die Nähe der Kitze kommen wollt. Die 1000 Gold, dafür brauche ich wohl einen höheren Skill. Ein noch höheren Schleichskill. So, dann, Dingens, wie heißt die irgendwas mit C? Sindanwe, C, Tagebuch. Was steht denn da so drin? Oh, Jesus. Der Löffel, der Ungeheuer tötet, ist immer der Letzte, der in den Mund kommt. Und der Erste, der geht. Ah. Nice. Ist es am besten, sich von ihm fernzuhalten. Tschüss. Okay, werte Dame, ich gehe mal kurz in dein Haus. Deinen Schlüssel hätte ich zwar auch einstecken können, aber ich gucke erstmal jetzt nach, ob wir vielleicht noch irgendwelche anderen Hinweise hier finden könnten. Weiß nicht genau, vielleicht liegt hier oben noch irgendwas. Sieht nicht so aus. Sieht alles relativ zahm und normal aus. Hier ist irgendwas Grünes auf dieser Karte, really? Ah, ihr Haus zu verwüsten und ihr Notizbuch zu stehlen. Okay, vielleicht können wir dann gleich mal ein bisschen gucken. Yeah! Weiß gar nicht, wie verwüstet man am besten ein Haus? Ich weiß es nicht. Also ich gebe mir ja schon Mühe und so, aber... Reicht das? Gleich werde ich dann nochmal richtig ihr Tagebuch durchlesen und feststellen, dass sie in Wahrheit eine ganz nette ist. Und nie irgendwas Böses einem antun wollte. Ich habe ihr Haus in Unordnung versetzt. Ich sollte mit ihm sprechen und ihm mitteilen, dass der Auftrag erledigt ist. So, das hast du davon. Ich weiß nicht, was du getan hast, weil ich nicht richtig gelesen habe, aber yeah! Aber ich will zuerst die Quest erfolgreich abschließen, damit ich mich danach schlecht fühlen kann. Guten Tag. Guten Tag. Habt ihr den Auftrag erfüllt? Ja. Ich habe alles durcheinander gebracht. Haha, das wird sie eine Weile beschäftigen. Sie wird Monate brauchen, alles wieder an seinen Platz zu stellen. Monate? Danke für eure Hilfe. Hier, nehmt das. Ich habe damit Sindanwes böse Gedankenkontrollmagie abgewehrt. Ich brauche es jetzt nicht mehr. Ring der Gedankenabschirmung, okay. Und das Buch? Hervorragend. Lasst mich das sehen. Aha. Hier steht es. In ihrer eigenen Handschrift. Sie will uns alle umbringen. Ich wusste es.
Ich behalte das lieber. Nein! Ihr wollt sicher nicht damit erwischt werden. Ich werde euch auch etwas im Tausch dafür geben. Hier, dieses Buch könnte euch von Nutzen sein. Und jetzt geht, bevor uns jemand zusammen sieht. Geht! Los, los, los! Los, los, los! De rerum direnis. Okay, Moment. Warte. Beschiss, da hat das Buch gar nicht mehr. Ich wollte es jetzt vielleicht nochmal lesen, du olle Kleine. Okay, gucken wir erstmal, was das hier ist. Alchemiefähigkeit verbessert. Okay, pass auf. Ich lade nochmal kurz neu. Das ist jetzt kurz bevor ich mit ihm gesprochen habe und die Quest abgegeben habe. Ich lese zum Abschluss des Shivering Isles Let's Plays noch das verrückte Buch der Dame durch. Vielleicht ist da was Interessantes oder Lustiges dabei. Die Sonne hört meine Unerfahrenheit. Aber wo hat der Mond die Stirn gerunzelt? Am Himmel sind keine Kinder und die Erde ist Erdbeeren. Doch warum schmecken die Würmer nach bitterem Blei? Alle haben ihre Sporen verloren. Oder die Sporen haben uns alle verschlungen und uns bleibt nichts zurück. Oder alles ist in uns, obwohl wir uns in Felsen schwimmend finden, wo fremde Dinge bleiben und bekannte Dinge außerhalb sich selbst fallen. Von uns allen ganz zu schweigen. Warum den Pinsel gegen sie ausspielen? Sie steht immer kurz davor, weit weg zu sein. Und was wird dann aus dem Bauernhof? Soll er in der Brise der Lyrik glitzern? Wie soll ich das wissen? Was ich wirklich weiß, ist Folgendes. Das Gras trinkt Blütenstaub so, wie eine verschluckte Glasperle nach nichts als Wasser schmeckt. Und außerdem, wo auch immer man etwas nicht findet, muss es gewiss irgendwo anders existieren. Denn wie könnte es sonst nicht gefunden werden? Darin liegt Weisheit. Ja, und alles hat seinen Platz. Und jeder Platz hat etwas, das dorthin gehört. Das ist der Lauf aller Dinge. Selbst verlorene Dinge wissen, wo sie hingehören. Sie sehen sich danach zu sein. Denn darum geht es doch wohl beim Irgendwohin gehören. Doch sind wir nie so einsam wie die Sterne, wenn wir von etwas besessen sind. Von der Liebe, vom Tod, wovon dann? Vom Leben? Aber sie nennen mich Feind. Und trotzdem loben sie mich. Doch sogar der Wind ist Sklave der Wolken. Aber der Regen, er prallt vom Himmel ab wie Äpfel im Korb. Und wofür? Was soll aus uns werden, wenn die Schotenkerne sterben? Ich würde gerne glauben, dass der düstere Sommer den Tod des Regens nicht ankündigt. Aber wer kann das so genau wissen? Wenn die Wände aus Schmetterlingen sind, wie soll man dann nachts ins Zimmer sehen? Vielleicht ist das Zimmer bereits in uns. Und wir sind es, die Bewohner brauchen, und unsere Bewohner sind es, die das Licht brauchen. Aber ich schweife ab. Der Löffel, der Ungeheuer tötet, ist immer der Letzte, der in den Mund kommt. Und der Erste, der geht. Und Augen im Hinterkopf bedeuten nicht, dass man rückwärts gehen kann. Biegen sich dann die Knie in diese Richtung? Zeigen die Schuhe gen Himmel? Nein. Wir müssen immer weiter vorwärts fallen, bis wir gegen die Tür der Ewigkeit krachen. Das ist die Essenz des Lebens, von unserer eigenen Banalität verschlungen zu werden, obwohl wir mehr sein möchten. Ich liebe dieses Leben, aber ich hasse den Nachgeschmack. Es ist wie das Erwachen aus einem Traum mit den Fingern eines anderen im Mund. Wie kamen sie dorthin? Zu wessen Hand gehören sie? Überhaupt, zu wessen Hand gehören wir alle? Es dreht sich immer um die Zugehörigkeit, nicht wahr? Doch so ist es. So wie die Frage die Antwort weiß, gehört die Antwort der Frage. Und das ist der springende Punkt, glaube ich. Man muss die Frage kennen und somit zur Antwort gehören. Deshalb muss ich dieses Buch schreiben. Jeden Tag, manchmal zweimal. Die anderen sind auf die Windblumen neidisch, die auf diesen Seiten blühen. Sie möchten die Tinte durch ihre Nasenlöcher ziehen, um die Bitterkeit von allem zu kosten, was das Leben für sie bereithält. Aber es ist mein Leben und es gehört mir. Genauso wie mein Haus den Dingen darin gehört. Wie das Innere zum Äußeren gehört und das Äußere ist nie ganz frei für das, was es glaubt sein zu können. Immer dasselbe, eins nach dem anderen, aber manches auch nicht. Manches sollte besser dort bleiben, wo es sich zu befinden glaubt. Und nicht, wo es wirklich ist. Nicht alle Orte sind gleich. Und nicht alle Dinge gehören an denselben Ort. Wie könnte das auch sein? Nein, sicher nicht. Wenn meine Sonne durch die Zähne des Mondes scheint, dann wird die Zeit gekommen sein. Aber erst dann.
Bis dahin werde ich weiterhin Fenster mit dem Kopf einschlagen, damit ich sehen kann, wo ich bin, wo hier ist, wo ich hingehöre. Und da alles recht ist, so wie es ist, will auch ich recht sein. Und Gerechtigkeit ist in diesem Leben wichtig, nicht wahr? Wie sonst soll ein Leben gerechtfertigt werden, wenn nicht dadurch? Die Sonne bewegt sich ständig, ich muss wieder an die Arbeit. Ich bin dankbar, dass ich diesen Ort habe, an dem ich meine Gedanken ordnen kann, damit sie sich nicht verirren und verwirrt werden, so wie ich, obwohl ich das den anderen nie zeigen würde. Sie glauben, ich hätte alles unter Kontrolle. Ach ja, die olle verrückte Drecksau. Geben wir das nochmal kurz ab, mein lieber Herr. Habt ihr den... Alles ist erledigt, mein Freund. Und dann gucken wir uns noch diesen wunderschönen Ring an. Gleich nachdem wir uns den zusätzlichen Skillpunkt geholt haben. Aus diesem komisch klingenden Buch. Wovon ich vergessen habe, wie es jetzt gerade eben nochmal hieß, weil es so komisch hieß. Ah, da ist es. Ich habe jetzt nach einem ganz anderen Bild dafür gesucht. So, Mystik. Oh, das ist jedes Mal ein anderes Buch. Okay, kein Problem. Der Ring sollte aber gleich bleiben. Genau, Ring der Gedankenabschirmung, Reflexion, Magie widerstehen. Hey, gar nicht mal so schlecht. Was konnte denn nochmal mein anderer Ring? Schaden reflektieren? Ja, ich behalte es trotzdem mal. Nichtsdestotrotz, nicht schlecht war es auf jeden Fall. Und das Einzige, was jetzt zu tun bleibt, ich glaube, das werde ich in irgendeinem Stream machen, ist es... Für meine neue... Gut, die Ausrüstung habe ich gerade nicht dabei. Die ist in meinem Haus in der Kaiserstadt. Aber für meine neue Ausrüstung große Seelensteine zu organisieren und alles nochmal frisch neu zu verzaubern, das mache ich aber wie gesagt nicht hier. Weil das wäre nur großes Hin- und Hergelaufe, von dem ich 90% rausschneiden würde. Deswegen würde ich sagen, meine Freunde, das war's tatsächlich zu den Shivering Isles. Wir haben es geschafft. Die Hauptstory ist durchgespielt, wir haben die Geschichte mit Sheogorath fertig zu Ende erlebt. Die Geschichte, unsere Geschichte auch, findet hiermit ein offizielles Ende. Mit Oblivion wird es selbstverständlich, ihr kennt mich ja, eines Tages weitergehen. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Let's Play auch hierzu gefallen hat und ihr Freude daran hattet, dann wie immer meine kleine Erinnerung, die ihr euch auch wünscht. Ein kleiner Daumen nach oben hilft mir bereits sehr viel weiter, falls es euch denn gefallen hat. Dafür sind die Dinger ja da. Damit helft ihr mir auch aus. Mehr Leute können zu mir finden und diese Let's Plays sich anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bei Morrowind oder beim nächsten Projekt, was auch immer das sein mag. Sicherlich auch irgendwann wieder in Oblivion. Mangel daran wird es garantiert nicht geben. Macht es gut, meine Freunde. Genießt euren restlichen verbleibenden Tag. Und wir sehen uns schon bald wieder. Bis dann, in der mittlerweile nicht mehr ganz so verrückten Welt von Oblivion.